Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch vierfachen Map Onigrim in der Version 1.3. Ich habe gerade Stroh zum Rinderhof gebracht, dass die Rinder wirklich ausreichend Stroh haben, dass die also als Einstreu und auch die Mischfutterfabrik am Rinderhof. Jetzt bringe ich hier oben ein bisschen Stroh zur Mit. Oh, ganz viel Mischfutter da. Super. Können wir gleich was mitnehmen. Was haben wir denn nicht mehr da? Gras haben wir nicht mehr da und Stroh haben wir nicht mehr da. Stroh kriegen wir jetzt. Naja, und Gras könnte ich ja noch hinbringen. Ich habe Gras ohne Ende am Rinderhof. Aber produzieren können die hier im Moment eh nicht wirklich. Weil eben gar kein Platz ist. Wir nehmen jetzt ein bisschen was mit. Wir haben aber ja auch genug Mischfutter. Und am Rinderhof wird jetzt auch noch produziert. Parallel. Doch super. Los, mach zu. Würde ich nämlich da vorne gleich wieder voll machen. Weil das sieht nämlich recht voll hier aus. So, einmal voll machen bitte. Das dauert, das dauert, das dauert. Na los, du mach schon. Los, 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 los. Ja, ja. Damit machen wir jetzt erstmal hier unsere Kühe etwas glücklicher. Nehmen wir denen mal etwas Futter gönnen. Ups, wir hatten das Fass also dämlich hingestellt. Das war doch wohl nicht ich. Schön zugucken. Ist zwar nicht ganz voll dann gleich, aber es tut sich was. Das ist aber ein Ergebnis, dem ich leben kann. Ich zumindest. Ja, Lilly. So. Wir bringen jetzt hier mal was zur Schweinefutterproduktion. Erstmal bringen wir Kartoffeln. Denn Kartoffeln habe ich ja auch noch so viel. Entschuldigung.
Mann, geht das nicht schneller? Yo, yo. Weiß gar nicht, was wohin muss. Bei der Fabrik. Das irgendwie markiert? Okay, das passt wohl. Können wir ja mal aussteigen und gucken, was wir hier denn noch brauchen. Raps, Sonnenblumen oder Soja. Raps, Sonnenblumen oder Soja. Und Getreide. Getreide ist nicht das Problem. Aber ich glaube, dass ich keinen Raps mehr habe. Raps habe ich immer gleich weiterverarbeitet. Das habe ich, glaube ich, nie hier eingelagert. Ich kenne mich auf meinem eigenen Hof nicht mehr aus. Ganz schlimm. Nun nix Raps. Perfekt. Perfekt. Da muss ich gleich nur noch mal rausfinden, wo denn der Schmutzbereich bei den Schweinen ist, damit ich da eine Lilly installieren kann. Aber das kann ich auch erstmal schmutzig werden lassen eigentlich. Erstmal muss ich sowieso das Futter produzieren, dann muss ich Schweine kaufen. Und dann... Dann gucken wir mal. Naja, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig hier. Das passt auch. Das ist doch schön, wenn die anfangen können zu produzieren. Komm ab durchs Feld. Was soll der Geiz?
was wir nicht alles produzieren und was wir nicht alles auch transportieren hier. Erste Weizen. Nehmen wir mal Gerste. Boah, Gerste habe ich, glaube ich, selber gar nicht angesehen, ne? Habe ich gar nichts für die Bierproduktion. Habe ich irgendwo Gerste angesehen? Ah, doch, auf Feld 5. Weizen habe ich ohne Ende. 8, 9, 12 und 2. Krass. Raps habe ich auf Feld 7. Habe ich dann noch angepflanzt? Hopfen habe ich auf Feld 6 und auf Feld 4. Roggen habe ich selber gar nicht angepflanzt. Naja, ist ja auch egal. Oh ja, nicht so. Ja doch, dann müssen wir aber noch mal nächstes Mal ein bisschen mehr Gerste. Jetzt haben wir Weizen ohne Ende. Ist aber auch nicht schlecht. Das brauchen wir für die Bierproduktion und für die Mehlproduktion. Wir müssen unbedingt Mehl produzieren. Ich glaube, die Woche... Also der Rest der Woche und ich denke auch mal sogar das Wochenende noch, wird wohl so ziemlich komplett im Zeichen der Produktionen stehen. Erstmal alles irgendwie im Gang halten. Damit ist die Produktion auch im Gang. Was wir jetzt machen, ist hier mal Dünger wegholen. Nee, keine Angst. Ach, die Klappe ist offen. Nochmal, dass hier weiter produziert werden kann. Wir haben, glaube ich, noch alles da. Oder? Ja, müsste noch alles da sein. Müsste also fleißig produziert werden gleich. Das ist aber ganz langsam. Kriegt man für Dünger eigentlich richtig Geld? Aufrollen. Gar nicht drauf, ne? Mineraldünger oder so. Naja, egal. Egal. Sag mal. Da sind wir nämlich jetzt gleich 3 Meter um die Ecke fahren.
Und da fängt die Produktion wieder an. Das ist doch sehr schön. Sehr beruhigend. So. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht ins Leere läuft. Dauert das ein bisschen, bis der das anzeigt, oder wie ist das? Oder habe ich jetzt gerade 75.000 Liter Mineraldünger versenkt? Wenn man kurz die Zeit ein bisschen schneller. Ja, okay. Ist klar. Das hätte mich nämlich doch sehr, sehr geärgert, muss ich sagen. So. Das haben wir. Gras habe ich gerade nicht. Aber ich könnte mal wieder den da abkoppeln. Mal einen von denen hier nehmen. Wenn da jetzt ein Dolly dran ist, ist mir jetzt herzlich egal. Also mal gucken, Paletten ist gut. Ja. Ja. Das war jetzt ein bisschen albern, den jetzt im Dolly zu ziehen, aber dann habe ich da wenigstens einen Dolly, falls ich einen brauche. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bin ich ein bisschen freier und ein bisschen flexibler. Was ich nämlich jetzt mache, ist... So, was gab's für Wolle noch? Wolle, Palettenverkauf haben. Hafen. 25.197. Das heißt, ich würde für eine Palette Wolle und ich 50.000 Euro kriegen. Wie viele Paletten stehen da? Nö, mach ich nicht. Na los, komm, nun werd fällig. Nur eine Palette. Na egal. Die bringe ich jetzt auf jeden Fall noch weg. Auch wenn wir jetzt schon wieder ziemlich spät in der Zeit sind. Wenn ich die weggebracht habe, dann war's das für heute. Vielleicht bringe ich dann noch, ja, wobei jetzt noch Wasser da gleich zur Holzverarbeitung da, zur Weberei, das weiß ich auch nicht. Das muss eigentlich nicht sein. Ich gucke noch eben gleich beim Holz, ob da alles in Ordnung ist, alles in Butter sozusagen.
Und wenn ja, dann soll es das gewesen sein für heute. Wenn nicht, mache ich das noch eben fertig. Aufpassen. Wolle abgegeben, die wird zwar noch nicht verarbeitet, weil da kein Wasser ist, aber so, wir sind jetzt schon mal hier in der Gegend. Oha, ich sehe schon da hinten, mein Eingreifen ist erforderlich. Paletten. Oh, Pellets. Ich habe so viele Pellets. Das ist unfassbar. Ich habe unfassbar viele Pellets. Nein! Ach Mann! Ich vergesse hier immer dieses dämliche Autoload auszuschalten. Doch nicht, der kann er auch nicht mehr machen, weil das da voll ist. Ich werde hier echt bekloppt. Zack.
Naja, die haben auch keine Paletten mehr. Funktionieren die denn wieder hier? Oder sind die voll? Sind da Hackschnitzel voll? Muss ich Hackschnitzel leer machen? Ah, fast. Ja. Arbeitsmodus aus, sonst hole ich wieder hier irgendwelche Sachen irgendwo her. So, was bringen eigentlich Pellets ein? Die müssen auch irgendwann mal teuer sein, oder nicht? Ist doch nicht. Sag mal. Wieso finde ich denn jetzt die ganzen Sachen nicht mehr? Ist das hier zu viel? Wird das nicht mehr alles angezeigt? Seht ihr Pellets da? Heizkraftwerk. Naja. Was soll ich sonst damit machen? Egal. Überlegen wir uns später, was wir damit machen. Heute machen wir damit gar nichts mehr. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Ja. Wenn ihr mich abonniert, würde mich das noch mehr freuen natürlich. Und am meisten freuen würde mich das, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao!